Ich habe eine Theorie und diese Theorie ist, erstens, es gibt eine Politikverdrossenheit und zweitens, wir schalten uns selber ab und drittens, wenn es wirklich um große politische Themen geht, dann ist die Bevölkerung für Politik absolut begeisterungsfähig. Es ist einfach schön, in einer Stadt zu leben, in der andere Urlaub machen und Inspiration suchen. Wir haben es jeden Tag. Eigentlich ist die Geschichte relativ einfach erzählt. Wir sind in unserer Demokratie inzwischen in einer in Hamburg alleine 70-jährigen Tradition. Das heißt, seit 70 Jahren werden Abgeordnete gewählt und gibt es eine parlamentarische Demokratie. Und nun kommt immer wieder das Gerede auf von Politikverdrossenheit und was können wir dagegen tun und wir müssen wieder mehr Menschen erreichen und die Wahlbeteiligung geht runter und was ist eigentlich das Problem mit dem orangenen Präsidenten und mit Le Pen und mit Wilders und allen denen, die da sind? Ich glaube, wir haben kein Problem mit der Politikverdrossenheit. Ich glaube, wir haben einfach als diejenigen, die auch Politik betreiben oder diejenigen, die Politik machen, einen ganz wesentlichen Punkt nicht verstanden, nämlich die klassischen Medien, wie wir sie in den letzten Dekaden gewohnt waren, das heißt Leitmedien, Print, aber auch die ganzen Rundfunkanstalten und die großen, wie sie heute heißen, Leitmedien, haben dramatisch einbrechende Zuschauerzahlen. Dramatisch einbrechende Zuschauerzahlen. Und viele von den Politikbetreibenden lehnen aber auch die neuen Medien, also Social Media, komplett ab. Das heißt, in Wahrheit gibt es wahrscheinlich keine Frustration mit der Politik, sondern wir haben vielmehr die Situation, dass wir zusammen mit der Reichweite der klassischen Medien schlicht und ergreifend abgeschaltet werden. Wir finden nicht mehr statt, weil wir die Menschen nicht mehr erreichen, weil die klassischen Medien, also die klassischen Print- und auch die Rundfunkanstalten, immer weniger Menschen erreichen. Das heißt, wo nicht gesendet wird, da gibt es keinen Zulauf. Wo es keinen Zulauf gibt, gibt es keine Qualität. Und wo es keine Qualität gibt, gibt es kein Interesse. Das ist ja am Ende eine ganz einfache Geschichte. Insofern glaube ich, erstens, wir schalten uns komplett ab. Und zweitens, und das ist glaube ich ein Punkt, der nicht völlig egal ist, es geht uns mittlerweile so gut, dass das Politikverständnis, das wir als Politiktreibende im Wesentlichen noch haben, ist, dass wir verwalten und managen. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass Schulen und oder Bildungsangebote, dass Infrastruktur, Gleichberechtigung, all das auf einem guten Level und immer noch ein Stückchen verbessert wird. Aber das sind keine echten politischen Themen, das sind keine großen Systemdebatten mehr oder das sind keine Themen wie der Brexit. Und was können wir vom Brexit lernen? Erstens, die Campaigner vom Brexit waren ganz viel auf Social Media unterwegs. Das heißt, sie haben dort stattgefunden, wo auch Menschen sind, also wo die Menschen heute einschalten, nicht mehr nur in den klassischen Medien. Und zweitens, wenn es wirklich um Politik geht, wenn es wirklich um eine große Frage geht, dann ist auch die Wahlbeteiligung ziemlich groß und dann machen die Leute auch wieder mit bei Politik beziehungsweise engagieren sich oder gehen wenigstens wählen. Was können wir jetzt daraus lernen? Nö. Wir lernen daraus heute gar nichts. Wer bin ich, dass ich erzählen müsste, was man daraus lernen kann? Dieses Problem zu beschreiben ist der erste Anfang und alles Weitere werden wir dann mal schauen. Achso. Das ist wirklich das Allerbeste. Skateboarden ist nicht nur völlig CO2-neutral, sondern auch garantiert staufrei. So.